Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 320. Ja, Jenny hat jetzt dem Leon erzählt, dass sie schwanger ist. Und was hat sie vor? Kurz nach dem Kind schauen? Ja, das ist doch eigentlich eine feine Sache. Ja, und ich denke, ich könnte vielleicht endlich mal das lang erwartete Umstyling von Josie machen. Ich meine, die sieht jetzt sommermäßig ganz passend aus. Aber ja, wir wollten sie ja umstylen. Und ich denke mal, ich will ihr auch eine neue Frisur geben. So. Weil so gut gefällt mir die Frisur eigentlich nicht. Vielleicht ist die Frisur gar nicht so schlecht, also... Ach nee, sie gefällt mir nicht so gut. Und aber ich sollte ihr natürlich auch nicht die gleiche Frisur geben, wie Jenny sie hat. Ich guck mal bei den Frisuren von dem Jahreszeitenpack. So. Ja, da könnt sie jetzt diese hier nehmen. Oder die. Naja, das sieht gar nicht so schlecht aus bei ihr. Die hier ist irgendwie bei vielen sehr beliebt. Aber mir gefällt die nicht so gut. Also ich würde sagen, sie ist okay. Aber ist nicht so mein Lieblingsding. Und dies hier, ich glaube, da ist sie fast noch ein bisschen jung. Das wirkt für mich so... Ja, wie richtig Erwachsene. Und sie ist ja gerade erst erwachsen geworden. Dies hier, die könnte ich mir schon vorstellen. Die ist dann zwar recht ähnlich wie die Frisur von Jenny, aber ich denke mal, man kann sie trotzdem leicht auseinanderhalten. Oder diese hier. Ah. Nö, die sieht irgendwie trist aus in der Farbe. Und die Farbe will ich jetzt nicht ändern, das ist ja ihre angeborene Farbe. Die... Da glänzen die Haare schön. Ja, und das hier sieht eigentlich schön aus, aber... Tja. Sieht schon schön aus. Aha. Tja. Ich nehme erstmal die da. Und was sie hier anhat, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nur hier mit den Schuhen und Strümpfen, also so ja nun doch nicht. Die Schuhe finde ich auch gar nicht gut. Also so als Hausschlappen im Winter ist es in Ordnung, aber eher sowas. Ja, und sie ist jetzt ja eigentlich für den Sommer ganz gut gekleidet. Ich denke mir, wir nehmen dann einfach nochmal ein... Normalwetter-Outfit. Das dann auch, wenn's nicht ganz so warm ist, dass sie das anziehen kann. Fangen wir ausnahmsweise mit den Schuhen an. Naja, wir sind gerade bei den Schuhen. Jetzt gucken wir mal. Also, es soll nicht ganz so sommerlich sein. Zu den Sommerkleidern kommen wir ja noch. Also die Hose gefällt mir eigentlich gar nicht, aber die sind modern so. Und eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ne, da war das andere noch besser, finde ich. Oder so in Lila. Tja. Ich glaube fast, das steht ihr so am besten. Okay. Und dann kriegt sie jetzt noch so ein Alltagsoutfit für normales Wetter. Also für drinnen und natürlich draußen, auch wenn gutes Wetter ist. Wie wäre es denn damit? So, welche Farbe nehmen wir denn dann? Gucken, probieren wir mal die. Ja, die Farbe ist es nicht so. Das sieht besser aus. Ja, das ist jetzt zwar auch sommerlich, aber
Okay, wenn sie bis in den Herbst rein da ist, dann müssen wir sie halt noch mal umstylen. So, ein Feiertagsoutfit. Das finde ich jetzt nicht so feierlich. Aber sie braucht jetzt auch kein so ein Hochzeitsklamotte. Sowas hier. Na, das ist mehr ein Partyoutfit. Sowas hier vielleicht. Ja, das sieht doch sexy aus, finde ich. Und dazu dann die Schuhe in Rot. Ja. Sportoutfit. Das ist in Ordnung, vielleicht in einer anderen Farbe. Dieses Türkis sieht eigentlich ganz gut bei ihr aus. Ja, das lassen wir einfach mal. Das Nachtoutfit. Vielleicht auch in einer anderen Farbe. Das macht sie so blass. Ja, das ist besser. Jetzt, holala, die Ausgehkleidung. Die sieht schon krass aus. Tja, die Frage ist, nehmen wir das? Warum nicht? Damit kann sie auch auf eine Party oder so gehen. Aber natürlich mit anderen Schuhen. Wahrscheinlich hat sie auch gar nicht so viel Gelegenheit, auf Partys zu gehen. Weil sie wird ja auch nicht Ewigkeiten bei uns sein. Und jetzt gucken wir noch ein anderes. Wie sieht's denn damit aus? Jo, eher sowas hier. Aber die Farbe passt ihr jetzt nicht so. Das ist besser. So, Badekleidung. Obenrum sieht gut aus. Unten finde ich jetzt nicht so toll. Das sieht besser aus, nur die Farbe passt nicht so. Ich nehme es mal so. So, für heißes Wetter. Nee, Mädel, du bist doch keine Großmutter. Obwohl jetzt für Großmütter ist es auch nicht so, aber es wirkt schon so ein bisschen arg hausbacken. Und du sollst zwar im Haus bleiben, aber du brauchst noch lange nicht hausbacken sein. Sowas eher, ja. Die Farbe steht dir besser. Und dann darfst du barfuß sein. Und die Brille setzen wir auch ab. Obwohl vielleicht eine Sonnenbrille. Ja, gut. Und dann kriegst du noch ein zweites Outfit. Da setzen wir die Sonnenbrille dann ab. Und dann gucken wir mal. Oh, dieses hier. Ja, das ist dann schon sehr sommerlich. Aber ja, warum nicht mal was in Rot? Und dann vielleicht mit so Schläppchen. So. Wie heißen die nochmal? Flipflops heißen die. Gut. Für Winterklamotten mache ich jetzt nicht so viel, weil ich glaube nicht, dass sie im Winter noch da ist. Aber sie kriegt jetzt erstmal was für im Haus. Da müssen wir dann irgendwann der Jenny auch mal noch was anziehen. Weil die Jenny wird natürlich im Winter noch da sein. So. Und dann kriegt sie noch eine Outdoor-Winterklamotte. So. Gucken, wie sieht das aus? Ja, ist in Ordnung. Gut, und der Jenny gebe ich jetzt noch eine Sommer. Ne, das da Jenny ist das hier. Jenny kriegt eine Sommer-Heißwetter-Outdoor-Klamotte. Och, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so schlecht. Warum nicht mal in Schwarz? Dann nehmen wir hier noch ein zweites dazu. Und dann kann sie vielleicht auch dieses tragen. Wie wär's in Rot, damit es nicht das gleiche ist, wie deine Tochter hat? Und die Schuhe nehmen wir dann auch in Rot. Ja, das sollte fürs Erste reichen. Okay.
Ja, mir gefällt sie jetzt recht gut, die Josie. Ja. So will ich eine Weile mit der im Haus leben. Gut. Ja, dann können wir mal sehen, was es dann noch zu tun gibt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für die Folge. Ah, wir könnten Rollschuh fahren vielleicht. Aber erst mal gucken, was so dringend ansteht. Und es ist auch mitten in der Nacht. Und es regnet. Also besser nicht Rollschuh fahren. So. Die Judy ist aufgewacht. Ja, die ist ausgeschlafen. Hat Hunger. Ist aber schon sauber. Warum badest du jetzt? Na, ich lasse die erstmal ihre Bedürfnisse erfüllen und dann soll sie noch für eine Runde ins Bett gehen. So, nimmst du die Reste und vielleicht kann die Jenny mal eine Runde kochen, weil wir doch ein bisschen zu wenig im Kühlschrank haben. So. Immer Hähnchensalte im Bocker. Mach mal wieder Spinatfrittata. So, Hunger hat sie auch und dann will sie bestimmt baden. Die Josie schläft in Jennys Elternbett, also hier. Das hatte ich wohl aufgeschlossen, als da die Judy sich eingeschlossen hatte. Geh mal hier schlafen. Und dann schließe ich das wieder ab für alle außer Jenny. Und ich hoffe, dann schleppt sie da nicht wieder ein Kleinkind rein. So, für jeden außer Jenny. Und jetzt gucken wir mal, für bestimmten Sim sperren. Für bestimmten Sim öffnen. Aha, okay. Gut. Und dann gibt es aber auch Zutritt gestatten für. Ah ja, das sind dann Einzelne, also Gruppen. Und hier ist das für Einzelne. Gut. Scheint mir ein neues Feature zu sein. So, Josie schläft. Judy isst jetzt. Ja, muss die noch irgendwas lernen? Die hat jetzt eigentlich ein bisschen Zeit, obwohl fünf. Soll die noch mal ins Bett? Nee, das lohnt sich nicht. Die kann einfach schon mal eine Stunde Vampirbuch lesen. So. Oder auch 2 Stunden. Oh, und Jenny, du könntest die Gelegenheit nutzen, um zu duschen. Schnell duschen? Nee, dann bade lieber. Und danach soll sie aufessen. So, gucken wir mal, wie es den Kleinkindern geht. Ein bisschen dreckig. Ein bisschen hungrig, aber noch nicht zu arg. Da können wir noch ein bisschen warten. Schlafen, schlafen. Na, zweimal muss er nicht schlafen. Ja, jetzt wird er schon hungriger. Aber da warten wir einfach erst mal ab. Gut, er ist hier sehr durchwachsen. Sprechen kann er noch gar nicht gut. Und die Amy, die ist schon auf einem guten Weg. Also noch 1, 2 Tage. Und dann werden die auch Grundschulkinder. Oh, und was für Feste sind denn? Heute ist ein Fest. Heute ist Sommerbaden. Aber das fängt immer erst um 6 Uhr an. Und dann mache ich natürlich schöneres Wetter. Und wann muss die Jenny zur Arbeit? 2 Tage noch. Ah, hier kommt das Sommerbaden. Ja, dann muss sie morgen zur Arbeit gehen.
Und Essen zubereiten, 25% erledigt. Dann soll sie einfach noch ein bisschen was kochen. Und dann lasse ich sie noch mixen üben, weil sie soll ja hier Mixen-Level erreichen. Ja, und ich war ja irgendwie etwas verunsichert, weil hier stand Mixerin und ich wollte ja eigentlich, dass sie Köchin wird. Und es ist so, auf Level 4 der Kochkarriere, der Leckermaulkarriere, heißt man Mixer oder Mixerin. Das ist also die Bezeichnung von dem Level. Und die Entscheidung, in welchen Zweig sie kommt, also ob sie mehr die Mixenkarriere macht oder die Kochkarriere, die ist dann auf Level 6 der Karriere. Okay. Ja, Jenny, ja, sie braucht eigentlich gar nichts mehr, dann soll sie noch ein bisschen kochen. Ich frage mich, ob vielleicht das Gourmetkochen nicht zählt. Ne, Essen zubereiten. Dann muss das Gourmetkochen zählen. Mach mal einen Caprese-Salat. So. Und Judy muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Na, sie hat schon Level 3 erreicht. Super, dann ist die ja praktisch fertig präpariert. Wird auch Zeit, die hinkt ja schon ein, zwei Tage hinterher. Hinter der Melanie, die schon ausgezogen ist. Also, das sind schon gut 2 Tage, die sie hinterherhinkt. Aber jetzt macht das gerade nichts aus. Es ist ja gerade nicht überfüllt, der Haushalt. Du kannst jetzt aufhören mit dem Lesen. Und den Planschspaß, den machst du einfach nach der Schule. So, Bedürfnisse sind okay. Dann soll sie einfach in die Schule gehen und gut ist. So, ich sehe gerade, dass die Jenny auch dieses Kleid in dieser Farbe anhat. Naja, wenn das dann Verwechslungen gibt, dann ziehe ich sie halt um. Und Jenny könnte schon mal dekorieren. Es ist irgendwie teilweise dekoriert, aber kochen muss sie ja auch noch. Ah, jetzt ist 75% erledigt. Dann lasse ich sie einfach noch eine Sache kochen. Ach, machst du Pasta Primavera. So, oh, wir brauchen einen Regenschirm-Dingenskirchen. So, das sind die Feiertagsobjekte. Mal gucken, ob man hier Regenbogeneffekt, Regenbogen, Katzenangel. Nein, hier gibt es keine Regenschirm-Dinger. Vielleicht bei Aktivitäten und Fähigkeiten. Ja, und immer wieder suche ich den Krempel, den man jetzt hier neu braucht. Irgendwann werde ich mich dran gewöhnt haben. Im Herbst brauchen wir dann auch ein Thermostat. Also hier gibt es den Regenschirmständer nicht. Gut. Dann kommt die Notmaßnahme. Ah, hier, so ein Bild hänge ich jetzt gerade mal hier hin. Dies. Ach, wo ist es jetzt? Hier ist das. Die finde ich nämlich richtig toll, diese Bilder. Das sieht man jetzt zwar kaum, weil da gerade dunkel ist, aber es sieht bestimmt sehr schick aus. So. Jetzt. Eigentlich wollte ich diesen Regenschirmständer haben. Ah, ich muss noch den Pack filtern. So. Da ist er ja. Stelle ich hier einen hin und an die andere Tür auch. Warum nicht? Momentan haben wir dafür den Platz. So, und hier vielleicht auch so drehen, dass man rankommt.
Oh, es ist schon 8:07 Uhr. Dann such dir mal schnell einen Regenschirm aus. Ja, sie geht jetzt erstmal in die Schule. Okay, es ist in Ordnung. Sie muss ja schließen. Ich glaube, die muss gar nicht fleißig arbeiten, weil sie hat sowieso schon geschafft. Das hat sie dann wohl letztes Mal gerade verpasst, weil sie kein Level 4 hatte. Kommt vor. So, der soziale Medienstatus. Naja, 33 Millionen. Das Gute ist, obwohl sie ihre Karriere aufgehört hat, hat sie immer noch ihren sozialen Medienstatus und ihre Follower. Jenny, du könntest mal hier das Haus dekorieren. Dekorationen anbringen. Ach, das ist jetzt alles von selbst passiert. Na, das ist doch praktisch. Okay. Ja, ich denke mal, auf die Schnelle ist das gut. Und beim Geburtstagsfest, also beim großen Geburtstagsfest, dekoriere ich dann um. Und dann machen wir das mit mehr Aufwand. Aber jetzt ist ja schön, dass das erledigt ist. Und natürlich soll die Jenny dann für das Fest mal das Wetter verändern. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. In der nächsten Folge soll sie dann schönes Sommerwetter machen. Anscheinend regnet es hier viel im Sommer in Brindleton Bay. Ist vielleicht eine verregnete Gegend. Aber wir wollen dann Sommerwetter haben, damit die Kleinkinder und alle schön planschen können. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!